Stefan und heute möchte ich mit euch mal einen Klassiker von mir zubereiten. Ein sommerliches Allerlei mit gebratenen Riesengarnelen. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unser Gericht brauchen wir eine Melone, wir brauchen dreierlei Paprika, eine Zucchini, Aubergine, eine Tomate, Mozzarella, Kräuterzeitlinge, Austern, Riesengarnele, Rosmarin, Knoblauch, Chili, Pfeffer, Salz, Olivenöl, Balsamico, wer mag Oliven eingelegte, ein bisschen Basilikumpesto, ein bisschen Tomatenpesto und Basilikum. Wir fangen an mit unseren Krevette, die tun wir halbieren. Da sind die Därme eigentlich weg, wenn nicht, müssen wir sie beim Abwaschen einfach rausziehen. Das haben wir ja schon öfters gesehen, wenn Sie auf meiner Webseite in die Rezepte gehen. Können Sie das nachschauen? Ich tue die gerade auswaschen. Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zitrone. Ich habe da so ein Konzentrat. Gehen wir her, waschen unser Gemüse ab. Das restliche Gemüse können wir Ratatouille machen, eine Suppe oder marinieren auch wieder. Dann haben wir ein Gitter. Die Aubergine tue ich jetzt ganz leicht ansalzen. Dann ziehe ich ein bisschen Wasser. Seite. Ich mache jetzt nur mal. Was ich brauche, Paprika einfach halbieren, Kerne raus, Olivenöl. Ich tue jetzt für 3-4 Minuten in den Ofen. Tun wir unsere angesalzene Aubergine, also leicht anbraten. Ein bisschen Olivenöl. Dann tun wir unsere Zucchini-Scheibe dazu. Das tue ich aber erst nachher salzen, weil wenn das muss, jetzt nicht unbedingt Wasser ziehen. Mit Aubergine mache ich das. Gehen wir her, nehmen wir unsere Austernzeitlinge, schneide das gerade so ein bisschen weg. So, tun wir die Austernpinsel noch anbraten. Die ganzen Anschnitte, Abfälle nehmen wir mal für eine Suppe oder für eine Soße her. Jetzt sind wir schon fast fertig. Wir haben die Melone, die wir halbieren. Nehmen wir die Kerne mit dem Löffel gerade so raus. Gehen wir her. Dann nehmen wir unsere Riesengarnele, gebe sie in die Pfanne, nur ganz kurz anbraten. Grillgemüse habe ich nochmal im Ofen gekippt, dass es nochmal ein bisschen warm wird. Muss gar nicht heiß sein, aber ein bisschen warm schadet nicht. Aber tolles Essen, gerade in den Sommermonaten, wenn es so warm ist. Da ein Baguette dazu oder eben das Tessiner Steinofenbrot. Einfach lecker. Jetzt sind wir schon fertig. Jetzt gehen wir her, nehmen wir unser Grillgemüse. Ein bisschen was von unseren italienischen Kräutern, das ist von Wieberg, tolle Firma. Nehmen wir unsere Krevette, können wir auch schon anrichten. Ein bisschen was von unserem Tomatenpesto, braucht gar nicht viel. Vom Basilikumpesto, legen sie schön an. Dann haben wir Melone mit Parmaschinken, ein paar Austernpilze, marinierte Kräuterseitlinge, Riesengarnele und Cressini. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Bis bald. Euer Stefan.